Ja, Sommerzeit ist die Zeit der Köstlichkeiten, in der man grillt, in der man beisammen sitzt und einfach nur den Sommer genießt in vollen Zügen. Grillen steht da natürlich ganz weit hoch oben, aber auch, ja, eigentlich muss man das ganze Jahr über essen, sollte man zumindest auch. Und wir haben heute zwei tolle Produkte. Einmal ein Grill für den Innen- und Außenbereich und unsere allzeit begehrte Heißluftfritteuse. Und die ist wirklich eine Bombe, eine Granate. Aber wir fangen erstmal an mit unserem Tischgrill. Und das hat uns Carsten mitgebracht. Oder den Tischgrill hat uns Carsten mitgebracht. Ja, und der ist absolut genial, weil den kannst du jetzt im Sommer speziell an die Fußballzeit oder in der Fußballzeit. Ja, in der Fußballzeit super benutzen. Geht aber auch so in den Herbst oder in den Winter hinein. Oder wenn Sie mal draußen grillen, ja, wenn Sie dann einen Holzkohlegrill aufstellen und es fängt an zu regnen, dann haben Sie mit Zitronen gehandelt. Das ist halt eine ganz schöne Sauerei, unabhängig von der ganzen Kohle und das Ganze wegschaffen und so weiter. Wir reden hier von einem Elektrogrill der absoluten Spitzenklasse. Und ich habe mich vor kurzem mit meiner Freundin mal über dieses Teil unterhalten. Die sagte, bring den bitte mit. Der ist genial. Aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil er logischerweise eine Anti-Haftbeschichtung auf der Oberfläche hat. Die Grillwürstchen, das Grillfleisch, der Fisch, was auch immer Sie machen möchten, bekommt natürlich diese leckeren Grillstreifen. Das gehört natürlich einfach mit dazu. Das Auge isst ja mit. Ist eine Keramikbeschichtung, brennt nichts an. Aber das absolut Geniale an diesem Grill ist ganz einfach die Tatsache, dass er diesen Deckel drüber hat. Da spritzt nichts, da wird nichts schmutzig oder sonst irgendwas. Sie können die Temperatur vernünftig verteilen und bleiben auch noch sauber dabei. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Ich war schon vor der Sendung so frei und habe einfach schon mal ein paar Würstchen draufgelegt. Und ich habe auch, liebe Anne, bevor du dich beschwerst, gleich an die Vegetarier gedacht. Oh. Zucchini und Paprika habe ich extra nur für dich mitgebracht. Und das sieht für Diana schon mal natürlich. Ja. Ne? Diana auch, richtig? Ja. Ja? Es riecht auch schon göttlich. Und das Tolle an unserem Tischgrill ist ja, den kannst du ja wirklich für den Innen- und Außenbereich anwenden, ne? Ja, und genau das ist es. Den kannst du drinnen mal eben schnell auf den Tisch stellen, wenn du vielleicht auch mal im Herbst oder was oder im Winter mal speziell Lust auf ein Grillwürstchen oder ein leckeres Grillkotelett hast. Ich bin ein Mann, ich könnte 365 Tage im Jahr, könnte ich ein leckeres Würstchen oder ein leckeres Kotelett vom Grill essen. Guck mal, da wird es bei uns ja nie Futterneid geben, Mensch. Ja. Natürlich gerade jetzt auch beim Fußball gucken. Sie kennen das. Draußen steht immer einer am Grill, drinnen steht der Fernsehapparat. Auf einmal heißt es Tor! Ja, und Sie wenden gerade die Grillwürstchen. Jetzt muss ich wieder auf die Wiederholung warten oder sonst was. Was ist denn da eigentlich passiert? So ein Tischgrill ist eine unglaublich gesellige Angelegenheit. Den stellen Sie zu Hause auf den Tisch, legen ein paar Würstchen, ein paar Koteletts drauf, ein paar Champignons von mir aus dazu, was auch immer Sie möchten. Und dann kann es auch schon losgehen. Und so gesellig, wie die Herrschaften jetzt hier beim Grill sitzen, werden Sie das in der Zukunft zu Hause auch. Und zwar ohne, dass Sie extra noch mal einen Sack mit Kohle schleppen müssen, ohne, dass Sie 3 Stunden warten müssen, bis die Kohle erkaltet ist, bis Sie die endlich wegräumen können. Sie kennen das ganze Tamtam, was man mit einem ganz normalen Holzkohlegrill normalerweise verbindet. Es ist eine super Angelegenheit und sollte tatsächlich mal eine Regenschauer kommen, dann schnappst du dir den einfach. Und was seltsam klingt, ist hier ohne weiteres möglich und stellst ihn mal unter das Dach. Gesundheit. Gesundheit. Ja? Für Pollen haben wir die Luftfilter. Danke. Den kannst du dir ganz einfach schnappen und mal eben kurz unter das Dach mitnehmen oder auch mal mit reinnehmen, weil er diese tolle Cool-Touch-Oberfläche hat. Also den kann man ohne weiteres mal in den Griffen packen und fertig. Und wenn du fertig bist, nimmst du ganz einfach die ganzen beweglichen Teile, das Grillrost, die Auffangschale unten drunter und sogar den Glasdeckel ganz einfach runter, ist alles Spülmaschinen geeignet, packst das Ganze in die Spülmaschine und packst ihn wieder ein fürs nächste Mal. So sieht Grillen im 21. Jahrhundert aus, so grillt man clever und vernünftig, wenn du mich persönlich fragst. Und vor allen Dingen lecker. Das finde ich das Tolle an unserem Tischgrill. Ich liebe ja Grillen, aber ich mag das immer nicht, wenn dann der Grillmeister irgendwo abseits steht. Doof, ich rede jetzt nicht vom Fußball, sondern vom Grillen. Ja. Und der dann irgendwo steht und grillen muss und ja währenddessen alle anderen am Tisch sitzen. Ich mag das Beisammensein. Ne? Ja. Weil nicht jeder hat auch den Platz für so einen großen Grill, so einen großen Kohlegrill. Gerade auch in einer Mietwohnung ist es ja verboten. Ne? Wenn du da jetzt auf dem Balkon mit einem Holzkohlegrill grillen möchtest, geht das da ja gar nicht. Schwierigkeiten, richtig. Also die auch immer mit einer ordentlichen Geruchsbelästigung, mit einer Qualmbelästigung und so weiter verbunden. Also natürlich hat ein Holzkohlegrill auch so seine Eigenschaften. Ich habe vor kurzem mal versucht, einen an den Start zu kriegen, so einen großen Kugelgrill eines namhaften Herstellers. Ich glaube, ich habe fast eine Stunde gebraucht, bis ich ihn auf Temperatur hatte. Ja? Das mag mein Unvermögen gewesen sein, ja, stelle ich also auch nicht in Zweifel. Aber mit so einem Tischgrill geht es natürlich um ein Vielfaches schneller. Das Schöne ist, liebe Zuschauer, Sie haben, selbst wenn Sie mal so einen Holzkohlegrill haben und den gerne auch weiter benutzen möchten, meinen Segen haben Sie. Aber wenn Sie jetzt mal einen Zweitgrill brauchen, mal eben für drinnen und wenn es dann in den Herbst, in den November, in den Dezember hineingeht und Sie haben einfach mal, auf Deutsch gesagt, Bock auf ein Grillwürstchen oder mal ein leckeres Nackenkotelett mal hier vom Grill runter, ja, oder spontan mal nach der Arbeit, das ist doch kein großer Aufwand, hier legst ein paar Würstchen drauf,
paar Champignons dazu, was auch immer Sie möchten. Dann geht die ganze Geschichte auch schon wieder los. Ich zeige Ihnen mal, wie das mit dem Deckel funktioniert. Der hat hier zum einen den Griff. Sie sehen, ich kann hier an der Seite alles ohne weiteres anfassen, obwohl der hier auf Stufe 4 steht. Der ist so ganz schön hochgebollert. Und dann machen Sie den ganz einfach auf und kommen dran. Hier sind Sie spritzgeschützt. Sie können sehen, was tut sich denn eigentlich auf dem Grill. Und vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, wir haben hier zwei verschiedene Grillzonen. Wir haben hier auf der einen Seite diese Grillstreifen. Deswegen sehen auch die Würstchen so lecker aus. Ja, sind gleich fertig hier, kann man so schon mal dran geben, kann man drauf lassen, so lange wie man möchte, ja. Und auf der anderen Seite haben wir diese glatte Fläche und da habe ich jetzt mal die Zucchini und auch die Paprika und so weiter draufgelegt. Ich persönlich kann Ihnen mal empfehlen, legen Sie mal einen Fisch drauf, mal einen leckeren Lachs zum Beispiel, mal in Alufolie eingewickelt, den kann man hervorragend dünsten, weil Sie hier an der Seite diese stufenlose Temperaturregelung haben. Das geht auf über 220 Grad rauf. Natürlich eine super Angelegenheit. Ja, können Sie die Temperatur hervorragend mit einstellen. Durch den Glasdeckel hält das die Temperatur. Das ist natürlich eine tolle Angelegenheit. Auch sowas hier, diese Burger-Patties, die kriegst du mittlerweile schon fertig zubereitet im Supermarkt. Oder Grillkäse oder Maiskolben, das liebe ich ja. Ja. Maiskolben ist was ganz Leckeres. Lecker, Maiskolben vom Grill. Oh, bisschen Honig drüber, ein bisschen Salz drüber. Rosmarinkartoffeln, das ist auch lecker. Oder so gefüllte Champignonköpfe oder Aubergine, da kann man ja so leckere Sachen zubereiten. Lachs, genau, hat Carsten auch gerade gesagt, da kann man eben auch mal variieren, ne? Das ist was ganz, ganz Tolles. Da kommt jeder auf seine Kosten. Es macht ganz einfach Spaß. Ich kenne also keinen Menschen, der nicht gerne grillt. Ah. Ja, können die Mädels ein bisschen klönen, die Jungs stehen am Grill. Und so gehört sich das. Ananas. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen, wenn ich das sehe. Banane. Ja, wir rätseln. Du kannst auch ein Dessert übrigens auf dem Grill zubereiten. Banane mit Honig und Zimt. Kürbis mit Kürbis. Ja, gut, Kürbis ist jetzt kein Dessert, aber zum Beispiel doch, auch... mit Käse und Honig, das ist ein Dessert. Ja? Ja. Oder Ananas. Ich hab schon gesagt. So eine gebackene Ananas mit Honig drüber oder so, und so eine Banane gebackene auch. Banane mit Honig drüber. So eine du könntest ja auch Schokolade ausschmelzen und dann Erdbeeren Schokolade, rein. Nein. Erdbeeren. Doch, ein Schälchen Schokolade und eine Erdbeeren rein. Nein. Doch, das geht. Auf dem Grill. Ja, hast du noch nie gemacht? Ich schon. Nein, das ist alles schmutzig. Und das piepen sind unsere Fritten, die sind auch fertig. Ich glaube, die Pommes sind fertig, ne? Aber die zeigen wir Ihnen gleich später. Aber das ist natürlich Schokolade. Toll. Weil für 82 Euro ist das ein super Preis, ne? 82 Euro. Weil überleg mal, was du sonst, du hast es ja gesagt, diese Kugelgrills, was man dafür alles ausgeben kann, ja? Hunderte kannst und das du dafür ist so ausgeben. Toll. Ich habe das schon mal gemacht, ein Schokoladenfondue mit auf dem Grill. Bounty, das sieht wie, das war schon auf dem Grill. Was? Bounty. Also das ist natürlich was ganz, ganz Tolles. Für 82 Euro jetzt hier zugreifen, da hat man auch mal einen schönen Zweitgrill, zum Beispiel für den Winter. Das ist ein Holzkohlegrill, kannst du ja nicht in die Wohnung holen. Das ist eben auch mal das Schöne für den Winter, vielleicht mal eine nette Alternative zum Fondue oder Raclette. Weil das ist gesellig, da sitzt man beisammen, du hast den Spritzschutz durch den Deckel. Das ist was ganz, ganz Besonderes. Mhm. Oder auch die Kinder können sich selber das draufpacken, was sie möchten. Oder zum Beispiel auch mal so Kräuterbaguette oder Knoblauchbrot. Du kannst ja alles drauf machen. Ne? Ich merke schon, ihr esst sehr gerne und ihr seid das Grillen auch ein Stück weit gewohnt. Mhm. Ja, aber du siehst, was du für eine unglaubliche Vielfalt hier beim Grillen hast. Der hat noch das Beispiel angebracht, kleine Pizzen. Ist auch eine schöne Idee, diese Mini-Pizzen. Ja. Ja, so. Das Schöne ist eben, normalerweise, guck mal, wenn jemand kocht oder du bist zum Essen eingeladen, es steht immer irgendjemand in der Küche oder, wie du richtig sagst, irgendjemand am Grill. In der Regel steht der Grill irgendwo hinten im Garten, irgendwo ein bisschen abseits. Derjenige, der grillt, der kriegt nicht wirklich was von den Gesprächen mit. Das ist immer eine etwas ungesellige Geschichte. So haben Sie den Grill ganz einfach dabei. Stellen Sie den auf den Tisch. Die Cooltouch-Oberfläche sorgt dafür, dass da nichts passieren kann. Sie grillen ganz einfach in einer schönen, geselligen Runde, haben die schönen Gespräche und so macht das einfach Spaß. Nein? Ich habe übrigens vor kurzem, wird ja im Moment also auch gerne verstärkt angeboten, gerade zur Fußball-EM und so weiter, findest du ja so Tischgrill-Varianten und sowas. Habe ich mal in einem großen Supermarkt geschaut. Die liegen alle so zwischen, sagen wir mal so 60 und 120 Euro. Einen mit Glasdeckel habe ich in dieser Form noch nie wirklich gesehen. Hier ist die UVP des Herstellers allein schon bei knapp 170 Euro. Er ist jeden Cent wert, ist fantastisch ausgestattet mit allem Komfort und zurück, was ein vernünftiger Grill haben muss. Und die Grillwürstchen sehen schon richtig lecker aus hier. Ich freue mich richtig drauf. Was machen die Pommes? Die Pommes sind auch gleich fertig. Ich schaue gerade mal nach. Also es wird auf jeden Fall ein Grill-Event. Diana, hält mir hier schon die ganze Zeit ganz penetrant ihren Teller her. Ja. Komm her, Paprika ist gut. Zucchini kann man auch runternehmen. Würstchen kann man auch schon mal anschneiden. Ja, würde ich auch probieren. So, komm her. Die sehen auch gut aus hier. Mm. So. Das war der Teller für Diana, ne? Oder? Habe ich das richtig verstanden? Ist der Teller für Diana? Ja, bleib hier mit deinem Teller. So, Moment. Einmal. Wer möchte Paprika von euch? Mm. Komm her. Mhm. Und wirklich keiner ein Würstchen? Ne. Nein, danke. Nee? Danke. Guck mal, Konstantin an der Kamera.
Bei Kamera 1 läuft schon Wasser im Mund zusammen. So, ein bisschen Paprika habe ich noch, wer möchte? Hab schon im Mund, danke. So, was machen denn jetzt die Pommes hier? Grill ist fertig. Warte, so. Jetzt wird's richtig lecker. Das ist unser Bestseller, wenn es darum geht, schnell, lecker und frisch Sachen zu bereiten. Nämlich mit unserer XL Heißluftfritteuse. Und wir reden ja die ganze Zeit von Pommes. Und bei Pommes denkt man automatisch immer an ganz viel Fett. Richtig. Aber in diesem Falle ist das anders. Hier haben wir eine ganz tolle Heißluftfritteuse, die, das sagt ja auch schon der Name, nicht mit Fett arbeitet, sondern mit heißer Luft. Und so eine Pommes ist ja eigentlich gar nicht ungesund, ist ja nur Kartoffel. Wir zeigen Ihnen dazu auch mal einen Artikel von einem Magazin. Und die schreiben hier, wie viele Kalorien kann man mit einer Fritteuse ohne Fett sparen? 200 Gramm Pommes Fritz haben 650 Kalorien. Überleg mal, 650 Kalorien. Boah, 40% dieser Kalorien stammen von den in den Pommes enthaltenen Fett. Bei Benutzung einer Fritteuse ohne Fett kann man das in den Pommes enthaltene Fett um etwa 80% reduzieren. Das entspricht einer Ersparnis von 200 Kalorien. Ja, und das ist natürlich toll. Also 80% Fett sparen. Und wie das geht, hier mit unserer Heißluftfritteuse. Aber diese Heißluftfritteuse kann nicht nur Pommes, die kann eigentlich alles. Wenn du das in deiner Küche hast und du willst jetzt auch demnächst umziehen, brauchst du unbedingt. Wenn keine Küche vorhanden ist oder eine kleine Küche hast, unbedingt unsere Heißluftfritteuse. Weil die kann, jetzt halte ich fest, fettarm grillen, backen, braten, dürren, garen, toasten, aufwärmen und auftauen. Du hast nämlich hier 18 voreingestellte Programme. Ich mache Ihnen das nochmal aus, da sieht man das hier schön. Jetzt hat man hier 18 Programme. Und die sind jetzt benannt zum Beispiel nach Pommes, Steak, Fisch, Shrimps, Pizza, auftauen, Flügelchen, Kuchen. Also du kannst sogar backen, ne? Dann hier Gemüse, Kuchen. Schauen Sie mal, das alles können Sie damit machen und sogar dürren. Und das mit einem einzigen Gerät. Das heißt, Sie stellen hier einfach nur das Programm ein, was Sie gerne machen möchten. Und dann weiß das Gerät sofort, welche Zeit und vor allen Dingen auch welche Temperatur. Das heißt, häufig hat man ja auch das Problem, wenn man backt, naja, der Kuchen, wie viel Grad braucht er denn jetzt? Wie lange muss er denn in den Ofen? Und das ist hier das Tolle. Alles, was Sie dafür brauchen, ich habe Ihnen das mal hier mitgebracht, bekommen Sie heute alles mit nach Hause. Und zwar, Sie haben hier ein Backblech, Sie haben hier die Gitter, zum Beispiel auch, wenn Sie mal dürren möchten, Gemüse, Obst, Sie haben Gemüsespieße, das ist alles dabei. Sie haben sogar einen Spieß für Grillhändel, na, auch das ist dabei. Und was ich Ihnen jetzt noch zeigen möchte, hier diesen tollen Frittierkorb. Und das ist wirklich was ganz, ganz Tolles. Schauen Sie mal. Oh, unsere Fritten, wie lecker die duften, oder? Und da hat man hier so eine Entnahmehilfe. Da geht man hier jetzt hier herein. Genau, richtig, die Würstchen sind auffällig. Und kann jetzt hier, ich muss hier mal ganz kurz davor gehen. Komm zu mir. Kann man jetzt hier ganz einfach entnehmen. Ne, und schauen Sie mal, jetzt habe ich hier die Fritten, der Korb hat sich ja gedreht. Das heißt, sie sind schön gleichmäßig braun. Und Sie sehen das ja anhand der Fritteuse. Ich habe hier kein Gramm Fett benutzt. Wirklich nur die Kartoffeln hauchdünn geschnitten, ein bisschen Salz und Paprikatang gemacht, fertig. Und Carsten, du willst bestimmt mal eine Geschmacksprobe machen, oder? Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ich bin auch hier dabei. Das ist wirklich was Tolles, was Sie hier nach Hause bekommen. Es hat nur Vorteile, ein viel geringerer Platzaufwand, viel geringerer Energieaufwand, weil du musst ja auch nicht vorheizen. Ne? Das ist ein weiterer großer Vorteil davon. Liebe Zuschauer, Sie kennen das, wenn Sie einen Backofen zu Hause haben. Da haben Sie zwei oder drei Sachen, die möchten Sie gerne im Backofen zubereiten, von mir erstmal ein Baguette oder was weiß ich was alles. Ja, da ist natürlich dann irgendwann auch kein Platz mehr. Nicht jeder hat einen Umluftgrill zu Hause. Ich persönlich habe also nur Ober- und Unterhitze. Und da geht es ja auch schon wieder los. Ja, bei vier Möglichkeiten soll ich das Ganze dann also irgendwie die Mitte packen. Da wird es also auch schon los. Das Vorheizen dauert länger mitunter als das Backen an sich. Da muss man immer gucken, was steht auf der Packung drauf, wie lange soll das tatsächlich funktionieren. Also wenn da steht 15 Minuten bei 200 Watt. Das regnet Pommes. Ja, Junge, die ganze, oh, das ist eine ganze Menge. Oder? Ist das nicht toll? Komm her, schmeckst du es? Das ist so schnell zubereitet und oft verzichtet man ja auch, weil man denkt, das lohnt sich vielleicht gar nicht. Ne? Und hier kann man das so einfach denn machen. Aber wie gesagt, nicht nur Pommes, sondern zum Beispiel auch jetzt mal, Sie können hier jetzt drin auch alles machen, zum Beispiel Plätzchen backen, Kuchen backen oder zum Beispiel auch mal Gemüse. Dafür hat man ja hier diese Spießchen. Ne? Dann nehmen Sie sich hier einfach diese Gemüsespieße, spießen da im Wechsel zum Beispiel vielleicht einmal Lachs drauf. Oder das ist alles schon für Sie mit dabei. Da ist sogar eine Vorrichtung für einen Grillhändel dabei. Das heißt, das Händel dreht sich dann in dem Heißluftofen und da kannst du wirklich ganz tolle Sachen damit machen.
Also wer das einmal getestet hat, liebt es. Ne? Es gibt keiner mehr her und das ist eben was ganz Besonderes heute hier für den Preis. Ja, hau rein. Schön knusprig. Also, das ist wirklich halt, was ganz knusprig. Tolles. Da eigentlich das Schöne ist, in der Kombination finde ich das großartig. Ich möchte meinen Tischgrill nochmal verteidigen. Also grün wie die Fritteuse ist, liebe Anne, in der Kombination. Ganz sensationell. Krön. Du hast die Grillwürstchen jetzt fertig, das Grillfleisch fertig. Dort kannst du mal einen Fisch drauf machen, dir das ganze Gemüse. Und dann die schönen Beilagen mit dazu. Das können da mal ein paar leckere Bratkartoffelchen beispielsweise sein, die also auch mal in dieser Rotationstrommel mal eben zubereitet. Fettfrei natürlich, das ist klar. Nicht nur gesund, sondern eben auch sehr lecker. Dass jetzt hier die Pommes sind. Wenn du Lust hast, machst du danach sogar noch in der gleichen Geschichte, weil das Programm eben dabei ist, mal einen leckeren Kuchen, mal für einen Nachtisch, mal ein paar leckere Muffins. Du all diese ganzen auch, Geschichten. Guck mal, das ist auch toll. Du kannst sogar auf mehreren Etagen etwas zubereiten. Du hast ja hier verschiedene Grillbleche und auch Backbleche. Und da kannst du jetzt zum Beispiel unten kannst du jetzt die Kartoffeln machen oder vielleicht auf zwei Etagen auch Plätzchen machen. Das geht ja auch ohne Probleme. Ne? Das heißt, es ist auch super groß, halt, es ist schief. Sie kennen ja die Fritteuse mit nur einem Einschubkorb. Da kann man nur eine Sache gleichzeitig machen. Ne? Und hier haben sie ein großes Fassungsvermögen. Können hier sogar zeitgleich das Ganze zubereiten mit 12 Litern. Ist doch genial, oder Diana, was meinst du? Da passt man ganz schön lange rein. Ich nehme an. Das ist so lecker heute bei mir. Also eben, das ist super. Ich kenne dieses Produkt, weil ich habe hier schon ein bisschen Kekse gemacht. Habe. Was hast du gemacht? Und Kekse. Oh, Entschuldigung. Nein, Kekse. Ach, Kekse gebacken. Verstehst? Ja, natürlich verstehe ich. Aber das ist auch toll, man kann Kekse backen, ne? Mit den Kindern zusammen, man kann Brötchen backen, die Sonntagsbrötchen. Und du hast hier eben auch nicht dieses Vorheizen, das ist was ganz Tolles. Es ist wirklich für jeden, also wer hier nicht zugreift, weiß ich auch nicht, oder Carsten? Ich möchte ganz einfach ein paar Sachen gleichzeitig machen. Wenn du mal ein leckeres Hähnchen zum Beispiel machen möchtest und ein paar leckere Spieße mal fürs Abendessen. Ja, dann ist der Herd in der Regel besetzt. Jetzt möchtest du aber vielleicht für den Nachtisch auch noch was zubereiten, brauchst du auch noch einen Backofen für. Also ich persönlich habe keine zwei Backofen zu Hause. Da kannst du natürlich jetzt mal so eine Heißluftfritteuse auch mal dahin packen. Oder mal eben für verschiedene Zutaten. Wenn du jetzt Gäste hast, möchtest du einfach mal zwei, drei verschiedene Sachen machen, die du anbieten möchtest, hast du jetzt hier immer noch mal einen zweiten Backofen, zweiten Heißluft- oder Umluftherd ganz einfach mal mit dabei. Ich finde das Teil sensationell. Also gerade diese Heißluftfritteusen sind seit vielen Jahren ein absoluter Trend. Ja. So eine coole mit diesen ganzen vorinstallierten Programmen habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Mit 12 Liter Fassungsvermögen, sensationell, mit diesen Spießen dabei, und so weiter. Ne? Großartig. Ja. Komplettes Set hier für den Preis, für 130 Euro gut. Also sensationell. Ja, vor allem auch, wenn man wenig Platz hat in der Küche. Ne? Oder zum Beispiel, ein großer Trend ist ja jetzt auch das Campen, unterwegs sein. Da kannst du es ja auch zum Campen mitnehmen. Ne? Oder wenn du so ein kleines Ferienhäuschen hast, wo du vielleicht auch keinen Backofen hast, kann man ganz einfach nachrüsten. Oder es gibt dann eben auch Menschen, die sagen, ich habe keine Ahnung von Kochen und Backen. Ich weiß nicht mal mehr, wenn ich jetzt irgendwie Brötchen habe, wie lang müssen die in den Ofen, dann stellst du es hier einfach ein und das Gerät macht alles für sie. Und eine Sache ist noch ganz, ganz wichtig. Hast du schon mal was von einem Dörrofen gehört? Ja, ich habe aber noch nie einen gesehen, kostet, ehrlich zu sein. Wenn du die separat im Handel kaufst, ein Dörrofen, 150 Euro ungefähr. Puh. Und das ist hier schon mit dabei. Das heißt, also hier wird bei bis zu 40 Grad wird Gemüse und Obst ganz schonend getrocknet. Ne? So ein bisschen wie sonnengetrocknet, also sehr vitaminschonend. Kann ich Ihnen nur empfehlen, machen Sie das mit Banane oder mit Erdbeeren. Jetzt ist ja die Erdbeerzeit. Oder mit Gemüsechips, mit Zucchini, mit Auberginen. Es ist super lecker, ein gesunder Snack für zwischendurch. Und die Kinder werden das natürlich auch lieben. Also da kann man auch mal so ein bisschen experimentieren und sich mal ja so rumprobieren. Ne? Jetzt hat man vielleicht die Zeit, da kann man mal wieder neue Rezepte ausprobieren. Oder Apfelringe. Apfelringe ist auch was Tolles, ne? Oh ja. Oder Muffins, Donuts. Ich finde es einfach großartig, dass du ja diese vorinstallierten Programme hast. Das heißt, die Maschine toll, macht ne? alles für dich selber. Stellt einfach die Temperatur selber ein, die richtige Zeit natürlich. Man kann es auch alles manuell nochmal verstellen. Ist denkbar einfach gemacht. Sie sehen das hier an der Zeitlinie, das nochmal gerade. Und dann macht die Maschine das von ganz alleine. Bei einem Backofen, ganz ehrlich, wenn da auf so einer Tüte steht, 15 Minuten bei 200 Grad, habe ich noch nie so wirklich hinbekommen. Also wenn ich 15 Minuten meine Brötchen, meine Sonntagsbrötchen, die Aufbackbrötchen bei 200 Grad im Backofen lasse, habe ich Presskohle raus. Der hier, der macht das mit den vorinstallierten Programmen und das ist einfach sensationell. Für die gut 132 Euro oder was, eine sensationelle Angelegenheit. Kann ich Ihnen auf jeden Fall empfehlen. In der Kombination finde ich es großartig, aber auch beides unabhängig voneinander, den Tischgrill oder die Fritteuse beides zusammen eine absolute Kaufempfehlung. Und nochmal, die Pommes sind lecker, sind schön knusprig hier. Großartig. Ja, dann hau rein, ich habe extra einen großen Teller gemacht. Rufen das Sie jetzt gemacht, an. Schau. Das Grillfest kann kommen, 0800 51 51 und 3x4 ist die Telefonnummer, greifen Sie jetzt. Und wir wünschen Ihnen guten Appetit.